So, meine Leute, willkommen zu meiner zweiten Adventure Map von Minecraft. So, das ist die Adventure Map von Blackcrafter. Den werde ich natürlich auch in die Videobeschreibung stellen. Und den Link der Adventure Map natürlich auch. So, Info stehen auf der Maps, auf den Maps in den Kisten. So, Schwierigkeit schwer. Regeln stehen auf den Maps in den Kisten. Da sind die Kisten. Da Erbauer, Blackcrafter steht auch da. Blackcrafter wird ausgesprochen, ich weiß es nicht ganz genau. YouTube-Kanal werde ich natürlich auch in die Videobeschreibung stellen. Adventure Map, ja, das Dorf, Version 2.0. Ich spiele jetzt zwar mit der 147, aber ich hoffe, das wird komplettabel sein. So, Karte 2 nehmen wir einfach mal raus. Karte 3. So, das lassen wir erstmal da drin. Vielleicht sind ja noch hier andere Karten. Ich stelle mal kurz Ton etwas leiser und die Geräusche auch. So. Ja, etwas leiser. Etwas immer noch zu laut. Oder liegt das an meinem Headset? So. Ne, ich stelle es lieber mal leiser. Was war denn die erste? Ich glaube, mit der 0 fangen wir an. So. Keine Cheats, Mods, okay. Auf Easy, normal, hart. Du darfst nicht auf außer weiße Wolle abbauen. Gesetzte Items dürfen nicht mehr entfernt werden. Redstone-Schalter und Buttons dürfen auch nur auf Goldblöcken platziert werden. 1. Regeln, du darfst alles aus Dispensern öffnen und Kisten nehmen. Du darfst weiße Wolle und durch Exklusion bekommene Items nicht setzen oder verwenden. Schilder können neue Regeln in Kraft setzen oder alte verbieten. Du kannst dir keine Hebel, Schalter craften. Wo ist die 2? 2 ist hier. Infos. Lese alle Schilder genau. Benutze am besten jeden Checkpoint. Es gibt für alles eine Lösung. Sei ehrlich bei den Shops. Es gibt versteckte Kisten, ETL, keine Ahnung, was das bedeutet. Sei vorsichtig und aufmerksam. Es ist verboten, eigene Checkpoints zu bauen. Ist das die 4? Ne, die 3. Infos. Wenn du Abkürzung benutzt, lässt du wichtige Items zurück. Sei sparsam mit deinen Items. Hab Spaß! Okay, dann wollen wir auch gleich mal anfangen und die Map in der Hand. Erfahrung, Flächen, 8 Fackeln, rohes Schweinefleisch. Okay, das gefällt mir bis jetzt ziemlich gut. So, wir haben ja schon mal 4 rohes Fleisch. Das machen wir einfach mal hier drauf, denke ich mal. So, schauen wir uns mal hier um. So. Wow. Das denke ich mal für 2 Spieler. Rückstuhl. Nee, oder? Ich weiß nicht. Holzschwert. Rückstoß. Das ist besser, oder? Ja, Rückstoß ist zwar nicht so toll, aber Plünderung ist gut. Das nehmen wir mit. Lederstiefel. Und das sieht dann natürlich auch besser aus, finde ich. So, ziehen wir das auch gleich an. Schön, dass das erste Mal, dass ich das gefärbten Lederrüstung angezogen habe. So, jetzt weiß ich wenigstens, wie es aussieht. Ist natürlich vom Texturenpack, aber ist trotzdem ganz schön blau. Da Kohle nehmen wir auch gleich mal mit. Das dürfen wir natürlich auch abbauen. Aber jetzt dürfen wir, soweit ich es verstanden habe, nicht wieder hinsetzen. Es sei denn, es wird dazu aufgefordert. Da auch gleich eine Kiste. Schöne Erfahrungs. Flächen. Oh, hier sind aber viele Kisten. Natürlich auch alle Pfeile mit. Ich weiß jetzt nicht, ob das für 2 Spieler waren, aber ja, das lassen wir mal lieber. Hier denke ich das. Nee, doch nicht. Ich habe gedacht, hier wäre ein Verzauberungstisch. Da sind noch ein paar Lampen. Ah, ich wollte doch nicht rennen. Da. So. Ich will kurz noch mal wissen, ob das da rausgekommt. Ja.
Ich setze das auch gleich sofort wieder hin. So, da bitteschön. Hinter Ausgang, okay. Gehen wir erst als erstes mal den Hinterausgang. Ah, was Schönes uns hier erwartet. Du darfst zu dem Dorf hinter den Bergen nur über die Brücke, okay. Geh hin, weil du sonst abkürzt und wichtige Items verlierst. Okay, geh hin, weil du... Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir Fackeln abbauen dürfen, die wir platziert haben. Ich muss mal auch kurz nochmal durchlesen. Ach so, okay. Also wenn wir jetzt eine Fackel planten, dürfen wir das nicht mehr wieder abbauen. Und dann will ich gleich mal auf die Schwierigkeit. Na, das sollten wir natürlich nicht. Ganz harten Jungs. Jo. So, ich hoffe, ich habe hier, glaube ich, nichts vergessen. Du bist gleich mein erstes Opfer. Komm her. Da, wie viel haben wir bekommen? 4 Fleisch wegen der Plünderung. 2, soweit ich weiß. Jep. Und ist vielleicht hier hinter etwas? Nö. Aber hier hinter? Schon gehe ich noch. Halleluja, Halleluja. Oh, das ist mir ein bisschen zu hart. Sorry, Leute, aber das ist mir leider... Ach du Scheiße, was hat er denn für einen Bogen? Ach du Scheiße, 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 Mama. Oh, ach du Scheiße, was hat er denn für einen Bogen dabei? Der hat mich richtig Damage gemacht. Was ist denn hier? Ach du Scheiße, ey. Ich hab einen richtigen Schrecken eingejagt. So, ich habe gelesen, dass die Adventure Map 5 bis 6 Stunden dauert. Und die Schwierigkeit der Adventure Map soll schwer sein. Also das war auf jeden Fall schon mal schwer eben. Mal lieber gucken. Karte 4. Sehr geehrter Mr. Fox, falls ich hier einmal nicht anwesend sein sollte, müssen Sie als Hausmeister natürlich auch Zutritt zum Schloss haben. Auf diesem Grund habe ich für Sie eine Ersatzschlüssel beim alten Bahnhof hinterlegen lassen. Mr. Hank. Oder Mr. Hank? Ja, Mr. Hank. Okay, dann sind wir also den Hinterausgang gelaufen. So, jetzt müssen wir, denke ich mal, den normalen Weg laufen. Was das denn schon ist? Ja, Mats eigentlich nicht, aber... Ja, Optifan ist halt Standard. Das, denke ich mal, benutzt jeder Minecraft-Spieler. Warum kann ich das da nicht? Vielleicht hier etwas dunkel. So, jetzt beginnen wir die Adventure Map offiziell. Hinweis, außerhalb der Wege ist nichts Nützliches. Komm her. Au. Ah, ich gehe kurz mal zurück, weil wir haben ja Kohle bekommen und dann können wir auch gleich mal Fleisch einbrennen. Ich glaube, das war von damals noch. Da wurden die Gebiete ja verschoben. Dann ist das Schneegebiet bei manchen in die Wüste gekommen oder sonst wo. Also haben die Gebiete sich... sozusagen alle verschoben. Das war bei der Multiplayer Map von uns, also von meinem Bruder und mir auch so, hatten wir in der Wüste jetzt sozusagen ein Schneegebiet. Und das haben wir dann entfernt. Ich weiß nicht, ja, das war damals ein Mod. Haben wir den Schnee entfernt und das konnte man nicht andauernd weg mal, also wenn es angefangen hat zu regnen oder zu schneien, lag da wieder Schnee. Und dann hat mein Bruder mit MC Edit über die Wüste
Glaskuppel drüber gezogen, damit es denn kein Schnee mehr unten liegt. Vielleicht fliegen hier irgendwo Kisten. Ah. Komm, das nehmen wir auch nochmal mit. Sagen wir gierig. Schon 5 Stück. Wir sollen hier sparsam mit den Sachen sein. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht machen sollen, falls ich sterbe. Ach, egal. Schöne leuchtende rote Augen. So, gucken wir das Schloss nochmal von draußen an, wie das insgesamt aussieht. So. Ups, Save Screenshot. Hier sieht man auch so ein bisschen die Fackeln von unten hier durch den Boden dampfen. Ich mache mal kurz wieder den Ton ein bisschen leiser, weil die Spinne mir eindeutig zu laut ist. Snacken wir auch gleich mal was weg. Da, diesen Typ hasse ich. Seine bissrigen Zähne schon. Ah. Guckst du geile Ratte, du geile Sau, du. Ja. Und dein sturen Blick, ey. Einfach unwiderstehlich. Das ist Creeper Vampir. Und seine schönen Ohren. Damit die Spieler gleich erkennen kann. Ja, da guckst du wieder. Oh, du suchst hier schon einen anderen Weg. Jetzt gehst du bestimmt hier unten durchs Lager und zündest dich denn an. Ich habe Angst vor diesem Creeper. So. Vielleicht denke ich mal, haben wir erstmal genug. Also können wir die Tiere erstmal am Leben lassen. Skeletti-Mann. So, Kohle nehmen wir natürlich auch mit. Oh, shit. Fuck. Hurensohn. Ah. Renn und daneben, Junge! Woo! Erste Station. Hier rein. Egal. Einfach plötzlich nur hier rein. Sicherheit. Für den ersten Augenblick. Welcher Weg? Go. Go. Go, 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 go. Fuck, 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 fuck. Schön gemacht, schön gemacht, schön gemacht, das ist ein bisschen zu laut. Mit 500 Kameras düsen wir mit Minecraft hier lang, jetzt Spaß rum. Crash. So, wo sind wir jetzt angelangt? In einem neuen Gebiet. In einem Sumpfgebiet, so wie es ausschaut. Erste Besucher. Nach links, rechts. So wie es von der Straße kennen. Boah, wie lange hält der denn aus? Oh, ich habe schon gedacht, ein Creeper. Nach rechts gehen wir den Weg als erstes. Wo führt er lang? Ins Nichts. Okay. Und da wieder den Weg. In den Abgrund. Hier, wie man sieht, in dem Sumpf ist auch ein Eisgebiet geworden. Runter. Die